Ja, Jungs, ich erzähle euch jetzt ein paar Geheimnisse. Und zwar, wie ihr auf Frauen sehr viel attraktiver wirkt. Bleibt dran. Also fester Augenkontakt ist super sexy. Humor, wenn ihr eine Frau zum Lachen bringen könnt, dann habt ihr eigentlich schon gewonnen. Wenn ihr richtig gut riecht, respektvoll mit Frauen umgehen, ganz wichtig. Und wenn ihr Ziele in eurem Leben habt, yes! Dann würde ich sagen, schnappt euch die Frauen! Yes! Das ist total süß. Okay. Ja. Yes! Schnappt ja, euch mein die Lieber. Frauen! Schnappt euch die Frauen. Dabei wollen wir dir heute auch helfen, indem du nicht nur die Tipps von ihr bekommst, sondern auch kuriert von Experten, von Flirt-Experten, von deinen Vertrauten, Flirt-Experten für Männer mit Herz, für Männer mit Tiefe. Wieder heute mit dabei Makako. Mein Name Andy Friday. Ich mache das schon seit über 10 Jahren und helfe dir dabei, die Frauen zu erobern, die du wirklich willst und dann auch zu behalten. Also in diesem Video werden wir über die 7 Tipps sprechen, mit denen du ganz, ganz viel Anziehung bei dieser einen Frau erzeugen kannst, die du vielleicht schon seit Wochen auf der Arbeit immer wieder siehst und du weißt nicht, wie du auf sie zugehen sollst. Oder ihr seid immer wieder im Gespräch miteinander, im Freundeskreis, auf der Arbeit, an der Uni und du möchtest endlich, dass diese Beziehung aufs nächste Level geht, ja, dass dieses Knistern losgeht und du weißt, dass sie dich auch mag, damit du dich auch trauen kannst, den nächsten Schritt zu gehen. Also mein Lieber, wir wollen direkt loslegen mit dem ersten Tipp, den die Gute hier ebenfalls gerade genannt hat. Und zwar ist das fester Augenkontakt. Was gibt es zum, ja, sehr wichtig. Yes. Was gibt es zum festen Augenkontakt zu sagen? Wissenschaftler haben herausgefunden, dass im Durchschnitt Menschen einen Augenkontakt von etwa 3,3 Sekunden am angenehmsten empfinden. 3,3 Sekunden. Das ist ziemlich lang. Aber auch nicht mehr. Aber auch nicht mehr. Korrekt, aber auch nicht weniger. Die meisten Männer, die schaffen es nicht mal eine halbe Sekunde. Gerade wenn sie nervös sind, weil die Frau so wunderschön ist, so einschüchternd auf sie drauf wirkt. Ja. Aber 3,3 Sekunden, das sind wirklich, kannst du im Kopf abzählen. 1, 2, 3, okay. Und in diesen 3 Sekunden gilt es etwas. In diesen 3 Sekunden gilt es etwas auszuhalten, das wir Vakuum nennen. Mein lieber, Vakuum ist eines der Kernelemente bei sexueller Anziehung und grundsätzlich auch bei Sympathie. Denn Vakuum erzeugt eine Art von Unterdruck, also eine Art von Spannung, weil du und sie in diesem Moment um euch herum in einer Art luftleeren Raum seid. Ja? Keiner um euch herum ist dort in diesem Raum drin. Ihr seid völlig allein, das ist eine Art von mentaler Wirblase. Ihr seid dort echt in einem eigenen kleinen Universum, während du diesen Augenkontakt mit ihr hältst. Da kann nebenan kann irgendeine Explosion passieren, ja, im übertragenen Sinne. Sie ist voll und ganz in deinem Bann und du in ihrem. Wenn du es für diese 3 Sekunden aushältst. Ja. Natürlich sollten wir dabei eine Sache nicht vergessen und das ist, dass wir lächeln. Ja. Ich habe das früher mal, ich sage das immer so oft, ich habe das früher irgendwann mal gemerkt, weil ich ständig, als ich Frauen angeschaut habe, nur den hier zurückbekommen habe. Das heißt, sie wollten mir partout nicht in die Augen schauen. Ich habe mich immer gefragt, warum, was ist denn da los? Warum wollen sie mir nicht, bin ich so grässlich oder warum schauen Frauen immer wieder weg? Bis ich irgendwann mal vor den Spiegel gegangen bin und festgestellt habe, wie denn so mein Standardblick ist. Und mein Standardblick, wenn ich nichts mache, ist ziemlich erschreckend, denn der sieht dann einfach nur so aus. So, ohne Lächeln wird das nichts. War das jetzt der Clint Eastwood-Squitch? Nicht mal, das wäre ja irgendwie interessant. Nein, mein Standardlächeln hat, also mein Standardblick hatte einfach kein Lächeln drin. Da ist keine Sympathie dabei. Ja? Das heißt natürlich, beim Augenkontakt ist es wichtig dann auch zu lächeln. Ja? Zeig Zähne, je mehr Zähne du zeigen kannst, desto besser. Vakuum zu erzeugen beim Augenkontakt kannst du vor allem dann auch machen, wenn du gar nicht ihr in die Augen schaust, sondern, da gibt es einen Tipp, du kannst ihr auf die Mitte, also auf dem Nasenflügel ganz oben hinschauen, also zwischen die Augen. Ja? Oder du wechselst zwischen den Augen. Einmal hier, einmal da, einmal da. Das kannst du auch in den 3 Sekunden machen, um dir das etwas leichter zu machen, wie du diesen Augenkontakt hältst. Aber sie hat völlig recht, gell? Augenkontakt und diesen Blickkontakt halten zu können, ist einer der Kernanzeichen in der Psychologie dafür, dass ein Mensch einem anderen Menschen gefällt. Ja? Wenn er länger ist als das, dann wird es als Starren empfunden.
Das ist dann ein Anzeichen. Creepy. Genau, das ist dann üblicherweise ein Anzeichen für Gefahr, für es ist unklar, was derjenige jetzt möchte, was seine Agenda ist, ob er irgendetwas plant gerade, etwas hinterm Schilde führt. Das heißt, die Menge macht das Gift. Ja? Zu wenig, damit hast du überhaupt keinen Impact. Zu viel, well, das erzeugt dann irgendwann Druck. Und Druck wollen wir nicht erzeugen. Ja? Wer ist übrigens... Zu viel Druck geht in die Abwehrhaltung. Korrekt, ja. Wer es übrigens noch nicht gehört hat, wir haben in der aktuellen Podcast-Folge, das ist ein Zweiteiler, den wir, was Frauen wollen, weibliche Psychologie, aufgedeckt für dich in ungefähr einer Stunde Content, wo wir echt eine Stunde lang in die Tiefe gehen, was diese weibliche Psychologie noch mehr angeht, gerade in puncto Druck erzeugen und zu viel Druck und zu wenig Druck. Ja, wie du dort diese perfekte Balance aufbauen kannst, haben wir dir in dieser aktuellen Podcast-Folge, Zweiteiler, aufgedeckt. Den kannst du hier oben dir anhören. Kannst du auf Spotify anhören, auf Apple Music, auf Google, Amazon Music, überall auf jeder Plattform findest du diesen Freundin finden Podcast mit meinem Kollegen Dominik van Aave. Das ist unser Selbstbewusstseinstrainer bei uns im Coaching. Also sehr, sehr zu empfehlen. Mein Top-Tipp, hör dir diese Podcast-Folge an. Kommen wir zum zweiten Punkt, den diese Dame hier gerade genannt hat. Und das ist Humor. Humor, mein Lieber, das werden dir fast alle Frauen sagen, wenn Frauen über das reden, was sie an einem Mann attraktiv finden, dann werden es immer irgendwelche entlang dieser drei Punkte sein. Es wird Humor sein, Selbstbewusstsein oder, was noch kommt, Ziel im Leben. Also, was bedeutet aber Humor? Humor bedeutet natürlich, logisch, dass du sie zum Lachen bringen kannst, aber hier ist noch etwas viel Wichtigeres, denn darüber redet kaum jemand, dass du dich nämlich selber zum Lachen bringen kannst. Denn die meisten versuchen, wenn sie einer Frau imponieren wollen, wenn sie einer Frau von sich überzeugen wollen, wenn sie Interesse wecken wollen, ihr wisst schon, worauf das hinausläuft, all die Verben, die ich gerade verwende, zielen darauf ab, etwas bei ihr hinzubekommen. Und das ist genau der falsche Ansatz. Denn guter Humor ist, wenn du dich selber belustigen kannst, wenn du selber die Witze witzig findest, die du erzählst. Und genau da kommen wir gerade, ich kann mir das schon vorstellen, was jetzt beim einen oder anderen durch den Kopf spukt. Nämlich dieses, ja, aber das kann ich doch gar nicht sagen. Das ist doch viel zu schmutzig oder nicht angebracht oder was auch immer. Wenn dein Humor wirklich nonstop immer schmutzig ist, okay, dann liegt es vielleicht daran, dass du dich nicht sexuell genug auslebst. Dann sollten wir daran arbeiten, dass du mehr Sex hast, denn dann wirst du das auch nicht die ganze Zeit in deiner Sprache ausleben müssen. Aber ja, es ist völlig okay, auch schmutzige Witze zu sagen. Sie wird nicht schreiend weglaufen. Und wenn sie schreiend weglaufen sollte, dann ist das für dich natürlich ein ganz klarer Filtermechanismus, dass du weißt, okay, wir sind einfach nicht auf einer Wellenlänge. Ich meine, irgendwann wirst du dich ja von deiner wahren Seite zeigen müssen. Richtig? Wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr ein Paar werdet, wenn ihr eine Beziehung gründet auf Augenhöhe, die Jahrzehnte anhalten soll, mit der du gemeinsam ein Haus bauen kannst, eine Familie gründen kannst, da kannst du dich nicht verstellen, 30, 40, 50 Jahre lang. Da wirst du dich zeigen, öffnen, sie wird deine dunklen Seiten sehen. Und wenn du einen Humor hast, der dir selber nicht angenehm ist, mit Fremden zu teilen, dann ist das einer der Gründe, warum du Schwierigkeiten hast, fremde Frauen oder Frauen grundsätzlich von dir zu überzeugen. Denn du trägst eine Maske. Das heißt, leg die Maske ab, zeig, was dein Humor ist, was du witzig findest, versuch sogar im Gespräch mit ihr, dich selber zu belustigen. Und du wirst sehen, dass Frauen darauf viel positiver reagieren, als du jetzt vielleicht glaubst. Es ist nämlich nicht der Witz, der dich irgendwie interessanter macht, sondern es ist die Tatsache, dass du Witze erzählen kannst, darüber lachen kannst und dir keine Sorgen machst, was sie darüber denkt. Das ist genau das, was sie attraktiv findet. Das ist vor allem deine Grundhaltung. Die Leichtigkeit, die du ausstrahlst, die du hast in deinem ganzen Verhalten, genau. Dass du nicht einfach nur Smalltalk fühlst und Fragen beantwortest und gleiche sinnlose, belanglose Fragen stellst wie heißt du, wo kommst du her, wo arbeitest du, was machst du beruflich. Du kannst in solchen Momenten Souveränität und Leichtigkeit und Freude zeigen, indem du auf wirklich banale Fragen Antworten gibst, die sie nicht erwartet und die witzig sein können. Ich werde sehr oft gefragt hier so,
wann hast du dich tätowiert? Ich könnte jetzt sagen, das letzte Tattoo habe ich mir vor 6 Jahren gemacht. So kann das Gespräch weitergehen. Was ich aber eher sage ist, das hier, das hat mir meine Mutter mir eintätowiert, als sie 4 war. In diesem Ton. Aha. Es ist unerwartet und es kommt aus dem Bauch heraus. Das ist jetzt mittlerweile mein Standard geworden, aber du kannst dir genauso gut deinen Standard machen für genau diese Fragen, die ständig von Menschen gefragt werden. Woher kommst du? Was machst du beruflich? Genau. Wo arbeitest du? Du findest es ja selber witzig. Ich habe mittlerweile ja natürlich auch, viele wissen, viele haben es schon mal gesehen, im letzten Video, weil es so heiß hier war, hatte ich mein langes Hemd an, habt ihr es gesehen, ein Tattoo auf der Brust. Und wenn Leute mich fragen, was für ein Tattoo ich da habe, das ist mir dann auch irgendwann mal zu blöd geworden, es jedes Mal zu erklären. Deswegen habe ich dann auch irgendwann mal einfach gesagt, da steht Eminem. Ich bin ein riesiger Eminem-Fan. Wer ist das? Und jedes Mal, echt? Oh, wow. weil es mich belustigt hat. Es belustigt mich dann, sie da so ein bisschen zu verarschen. So, das ist genau der Unterschied, warum es so wichtig ist, dich selber dabei zu belustigen. Okay, wir reden hier echt von zwei komplett unterschiedlichen Formen des Humors. Der Humor, wo du versuchst, eine Show abzuliefern, und der Humor, wo du einfach nur für dich selber einen Spaß haben möchtest. Und das Letzteres ist der Humor, den Frauen attraktiv finden. Okay? Da gibt es ganz viele Beispiele, auch kennst du aus deinem näheren Umfeld. Das sind diese Dad-Jokes, wie du sie mal vielleicht im Internet oder so gesehen hast. Wenn der Papa, der hat seine Art von Humor, und die Mama sagt dann immer so, ach, jetzt hör doch auf. Das ist genau die richtige Art von Humor. Als Kinder haben wir da vielleicht auch noch so den hier gemacht. Oh, Papa. Aber wir haben es einfach nicht verstanden, weil er danach immer richtig schön gegrinst hat. Und warum hat er richtig schön gegrinst? Weil er es selber witzig fand. Und das ist genau das, was die Mama an ihm mochte. So blöd dieser Papa-Humor, diese Dad-Jokes auch sind, so attraktiv sind sie aber auch. Wenn sie zeigen, dass es dir egal ist, ob du von anderen gemocht wirst, ob du gut ankommst, ob sie dich dafür mögen wird oder nicht. Du machst es, weil es dir gefällt. Ja, die Kommunikation läuft also nicht so, sondern bei Humor läuft die Kommunikation auch einfach mal so, kreisförmig. So, ich will mich belustigen. Und je mehr du das dann machst, du selber Sachen lustig findest, desto mehr wird sie einfach eine gute Zeit haben in deiner Nähe. Ja, das ist wirklich eine gute Show, wenn der Comedian, wenn der Entertainer selber dabei Spaß hat. Ja, so, einfach mal als Bild. Das Ziel ist nicht, dass du Comedian oder Entertainer für sie werden sollst. Das ist ja genau das, was ich gerade aushebeln wollte. Der Punkt ist, dass sie dann am meisten Spaß haben wird. Aber kommen wir noch zu einem viel interessanteren Punkt. Was ist denn guter Humor? Was ist denn witzig zu sein? Gerade im Kontext mit einer Frau. Das ist Flirten. Guter Humor bedeutet es, mit einer Frau flirten zu können. Flirten ist die Kunst, mit einer Frau oder einem Mann, völlig egal, sogar mit deinem Hund. Flirten kannst du sogar mit der Wand, wenn du morgens aufstehst und dich selber im Spiegel betrachtest. Flirten ist eine Art zu kommunizieren, wo du deine und die Emotionen deines Gegenübers anhebst. Ja? In diesem Fall, so wie sie auch gesagt hat, Lachen, Freude. Das ist eine schöne Emotion. Deswegen ist einer der ersten Tipps, den dir irgendjemand gibt, wenn es heißt, wie soll ich eine Frau erobern, sagen die allermeisten, gib ihr doch ein richtig schönes Kompliment. Ja, das kommt immer in den Sinn, weil das wissen wir ja schon seit tausenden von Jahren. Ein schönes Kompliment kommt gut an. Ja, ein Kompliment, was von Herzen kommt. Warum aber kommt es gut an? Weil es ihre Emotionen anhebt. Sie fühlt sich besser, sie fühlt sich gewertschätzt, sie fühlt sich gesehen, anerkannt. Das ist der Grund. Das ist die Basis von jedem Flirt. Es gibt ungefähr 300 Flirt-Elemente, die man dazu lernen kann. Wir haben in unserem Flirtkurs in der Charisma Mastery bei den Flirt-Spezialisten für dich die wichtigsten Flirt-Elemente zusammengefasst. Wenn du mal wissen möchtest, wie du Frauen von dir überzeugen kannst, indem du mit ihnen ganz leichtherzig flirtest und du vor allem immer wissen willst, was du sagen sollst, sodass du nie wieder diese Pause hast, wo du nicht weißt, was du jetzt machen sollst, um keine Fehler zu machen. Wir haben für dich diesen Leitfaden konzipiert und haben ihn jetzt schon seit 5 Jahren genau in dieser Form erfolgreich
bei Männern dazu gebracht, dass sie ihre Traumpartnerin kennengelernt haben. Klick mal einmal hier auf den Link, geh auf interessewecken.de und schau dir einfach mal das Video auf der nächsten Seite an, denn dort wirst du alle Fragen geklärt bekommen, wie das genau funktioniert bei uns, bei den Flirt-Spezialisten. So, mein Lieber, der nächste Punkt, den sie genannt hat, war gut riechen. Alright. Makako und ich haben uns gerade ein wenig darüber unterhalten, gerade noch vor der Show. Übrigens auch dieser Punkt gut riechen und was die äußerlichen Faktoren sind, die in der Tat auch ihren Beitrag dazu mitspielen. Mein Deutsch zurzeit echt grottenschlecht. Ihren Beitrag dazu. Makako, hilf mir. Dein Deutsch ist doch so gut. Ich lache dich gerade ein bisschen aus. Wiederhol das nochmal bitte. Also ihren Beitrag leisten. Here we go. Beitrag leisten. Das ist, was ich gesucht habe. Yeah. Gut riechen und welche anderen äußerlichen Faktoren tatsächlich ihren Beitrag dazu leisten, dass der erste Eindruck ein positiver ist. Das haben wir ebenfalls in dieser Podcast-Folge, die ich dir vorhin hier oben verlinkt habe, ebenfalls behandelt. Also, wenn du wissen willst, was die weibliche Psychologie alles auf sich hat, was Frauen wollen und worauf Frauen beim ersten Eindruck schon bei dir achten, gerade auch bei den Äußerlichkeiten, hör dir Teil 2 unserer Podcast-Folge von dieser Serie an, was Frauen wollen. Das wird nämlich am Dienstag rauskommen, der zweite Teil. Also wenn du das Video, wie ich es doch hoffe, weil du einer unserer Stammzuschauer bist, am Freitag siehst, am Dienstag kommt Teil 2. Hör dir jetzt schon mal Teil 1 an und dann freue ich mich auf Teil 2. Ja, mein Lieber, also gut riechen, da gibt es sehr viel zu sagen. Ich kann dir allerdings fast gar nichts dazu sagen. Ich weiß, da gibt es sehr viele Studien darüber, über Pheromone und natürlich auch die biologischen Aspekte, die einfach beim Geruch rüberkommen, ob jemand relaxed ist, also entspannt ist oder Angst hat. Das ist wohl auch alles irgendwie in den Drüsen, wird ausgeschüttet. Ich kann dir nur sagen, Hygiene ist wichtig. Okay, das ist Schritt 1. Wenn du dich duschst, wenn du Deo benutzt, sehr gerne auch ohne Aluminium, weil es gesünder ist, dann hast du schon mal sehr gute Karten, was den Geruch angeht. Und natürlich kannst du da noch eine Note draufpacken, indem du dir einfach ein schönes Eau de Toilette oder ein Parfüm aussuchst. Für die Männer, die keine Ahnung haben, wo der Unterschied ist, sehr gerne gebe ich dir diesen Tipp. Dann, damit enden auch schon meine 2 Cents. Eau de Toilette ist etwas schwächer. Ja, das nutzt du manchmal als Aftershave oder kannst du auf dich draufpacken, aber riecht einfach nicht so stark. Also hat, um ehrlich zu sein, kaum einen Geruch. Da musst du schon wirklich mit der Nase ganz rangehen, um irgendwas zu riechen. Parfüm riecht tatsächlich. Ja. Und je nach Parfüm tust du 2 Spritzer um dich auf oder 3, aber übertreibst natürlich nicht. Ja. Am besten gehst du dazu einfach mal in einen Drogerieshop und lässt dich dazu beraten und probierst mal die ganzen Düfte aus und fragst dich einfach mal, was dir gefällt. Gut riechen in der Tat ist ein Plus. Ich habe auch schon oft Komplimente dafür bekommen, aber das war noch nie der Game Changer. Ja, ich habe da immer eine kleine Körperhygiene. Korrekt, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Game Changer. Ich habe da immer eine kleine Tradition, wenn ich mit einer Frau zusammengekommen bin. Also wenn wir gerade nebeneinander einschlafen oder wir gerade noch im Bett miteinander flirten und dann noch da liegen und bevor wir einschlafen noch ein bisschen einfach quatschen, frage ich sie, was war denn der Moment, wo du für dich entschieden hast, jawohl, das ist er, mit dem will ich schlafen oder das ist der Kerl, so, jetzt hat er mein Interesse geweckt und ich habe noch nie den Geruch gehört als Antwort, noch nie, ja, also das ist irgendein Nachgedanke. So, natürlich ist das schön und kann dir ein Plus geben, aber versteif dich da nicht zu sehr drauf. Ja? Da gibt es viel, viel, viel wichtigere Dinge als das. Hygiene, und damit hast du schon mal die Basis abgedeckt. So, mein Lieber, kommen wir zum vierten Punkt. Respektvoller Umgang mit Frauen, hat sie genannt. Jetzt müssen wir wirklich etwas tiefer gehen. Denn gerade Männer mit Herz, gerade unsere Kunden, gerade diese Herren, die ich sehr gut verstehen kann, zu denen ich mich auch zählen würde, weil ich einfach keinen Spaß daran habe, in einen lauten Club zu gehen und dann dort den ganzen Abend lang mich anzustrengen, mit Leuten zu reden und übertüncht zu werden von der Musik und von der Lautstärke. Ich habe es 100-mal lieber, 1:1 auf einem Date zu sein und eine Frau einfach wirklich kennenzulernen, über Stunden hinweg in die Tiefe zu gehen.
Bereiche von ihrer Geschichte, von ihrer Persönlichkeit, ihrem Charakter, ihrem Wertesystem zu ergründen und natürlich auch von mir, ihr mitzugeben und mitzuteilen, um dort herauszufinden, wo wir Gemeinsamkeiten haben, wo wir vielleicht schon längst miteinander geklickt haben und jetzt erst feststellen, wie gut wir eigentlich zueinander passen. Das macht mir Spaß, ja. Und so weiß ich das auch, dass es bei unseren Kunden in den allermeisten Fällen genau der Bereich ist, wo sie auch am meisten punkten können, ja. Genau deswegen gehen wir auch in unserem Coaching sehr detailliert auf genau diese Phase des Kennenlernens ein, ja. Vertrauen aufbauen. Die ist aber auch wichtig, weil du mit Spaß allein halt nur bis zu einem gewissen Punkt kommst. Du wirst korrekt. Interessant sein, du wirst witzig sein und ihr werdet einen geilen Abend haben. Aber es könnte auch ein geiler Abend mit jedem anderen interessanten, netten Typen sein. Korrekt. Damit sie dich wiedersehen will, musst du ihr im Gedächtnis bleiben. Und wie schaffst du das? Indem sie dich als Menschen, als Person kennenlernt. Hier geht es um Persönlichkeit. Korrekt. Und die Persönlichkeit lernst du nicht kennen, indem du nur witzig bist. Genau. Weil ich bin ein riesen Freund von Flirten und von witzig sein. Aber selbst ich zeige auch ab und zu, wer ich bin als Mensch. Ja. Ab und zu. Völlig richtig. Also da haben wir den Switch von, weil genau dort, darauf möchte ich jetzt echt hinausgehen, genau dort können wir gut punkten, aber das ist auch gleichzeitig, weil wir dort so viel Wert drauf legen, auch gleichzeitig unsere Schwäche, weil wir in den meisten Fällen, das weiß ich von den Männern, die zu uns, zu den Flirt-Spezialisten kommen, sie den Fokus eben nicht auf dem Flirten und dem Humor gelegt haben. Ja, also alles wird sehr verkopft angegangen. Und auch wenn es um Frauen und das Kennenlernen geht, da wird alles hinterfragt, alles zweimal überdacht. Und einfach mal zu machen und seiner Intuition zu vertrauen, kommt meistens zu kurz. Ja, gerade beim deutschsprachigen Mann. Und deswegen ist es wichtig, Flirten zu lernen. Ja, ist ganz wichtig. Ist essentiell am Anfang einfach diesen Spark, diese Emotion anheben zu können, um dich einfach von anderen zu unterscheiden, damit du mit ihr Spaß hast, diese Gefühle einfach geweckt werden und sie sich von dir angezogen fühlt. Und danach ist das wichtig, was sie gesagt hat, und das ist der respektvolle Umgang. Respektvoller Umgang möchte ich jetzt aber einmal größer machen als Begriff, denn es ist ziemlich verwirrend, diesen Begriff so zu hören. Denn gerade Männer mit Tiefe, Männer mit Herz, verstehen respektvoller Umgang so, dass sie einer Frau nicht zu nahe treten. Und das ist ein fataler Fehler. Respekt wird meistens so interpretiert, dass du nicht ihr widersprichst. Ihre Meinungen sind alle gut und du willst es ja nicht verkacken, deswegen akzeptierst du alle Meinungen, findest sie gut und fragst weiter nach und ja, okay, spannend, interessant. Und du würdest auch niemals von ihr ausgehen, dass sie beim ersten Date mit einem Mann in die Kiste springt, weil das macht sie nicht, sie ist nicht so eine. Dementsprechend auch würde sie niemals mit dir beim ersten Date in die Kiste springen. Das braucht Zeit. Und um ehrlich zu sein, glauben wir nicht mal, dass sie überhaupt mit uns in die Kiste springt, weil sie so adrett, so toll ist. An Sex wird einfach nicht gedacht. Das wird aus dem Kopf gebannt. Nee, daran wollen wir gar nicht erst denken. Ich weiß, das will ich, aber auch gleichzeitig darf ich das nicht wollen, weil wenn sie das mitbekommt, dass ich das will, dann schießt sie mich ab. Also muss ich asexuell sein vor ihr und einfach nur freundlich und interessiert an ihr sein. Das ist ein respektvoller Umgang. Stimmt's? Nein, ist es einfach nicht. Das ist genau das, was sie von dir abstößt. Das ist die Freundschaftsschublade in Reinstform. Aus dem einfachen Grund, dass du dich nicht so gezeigt hast, wie du wirklich bist. Du warst inauthentisch. Und du hast auch nicht deine Bedürfnisse so gezeigt, wie sie wirklich sind. Und das muss sie sehen. Sie muss wissen, da musst du wirklich klaren Wein eingießen. Der Unterschied zwischen den Männern, die konsistent, also regelmäßig, entweder Frauen verführen können oder es geschafft haben, unter all diesen Frauen, mit denen sie verkehren, mit denen sie Dates haben oder mit denen sie im Freundeskreis oder auf der Arbeit sich treffen und dann die eine herauszupicken und zu sagen, mit ihr will ich zusammen sein, weil sie mir richtig gut gefällt. Die Männer, die diese Fähigkeit haben, die können eine Sache, die anderen Männer nicht können, die Männer, die ab und zu mal Glück hatten, ja, die vielleicht vor 7 Jahren das letzte Mal eine Beziehung hatten oder die vor 2 Jahren das letzte Mal Sex hatten oder 20 Jahre lang in einer Beziehung waren, in einer Ehe waren und jetzt vor diesem Scheiterhaufen stehen und keine Ahnung haben, wie sie wieder beginnen sollen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Männern ist, dass diese Art von Mann, der sich traut,
einfach mal zu sagen, du bist verdammt scharf. Ich mag dich. Dass diese Männer es schaffen, bei ihr etwas auszulösen, was die anderen nicht können. Und das ist echtes Vertrauen. Du bist nämlich ehrlich mit deinen Bedürfnissen. Du bist ehrlich mit deiner Zuneigung für sie. Und das sieht sie. Das spürt sie. Gerade wovon wir am Anfang geredet haben, dieser Moment des Blickkontakts, dieses Vakuum. Gerade wenn du sowas sagst wie, ich stehe auf dich. Klar stehe ich auf dich. Schau dich mal an. Warum sollte ich dich nicht mögen? Noch irgendwelche Fragen? Okay, dann sprechen wir jetzt über was anderes. Diese Pause, nachdem du das sagen kannst, genauso wie dieser Blickkontakt nach dem Hallo, ist wichtig. Es zeigt, dass es dir egal ist, was sie jetzt machen wird. Ob sie dich dafür mögen wird, dir eine Belohnung gibt, ein Leckerli gibt oder eben dir einen Korb gibt. Das ist dir in dem Moment egal. Und es sollte dir auch egal sein. Es darf dir auch egal sein. Denn das Wichtigste für dich als Mann ist, dass du deinem Weg vertraust und auf deinem Weg weiterhin gehst. Egal, ob der Weg anderen gefällt oder nicht. Das ist sexy. Das ist der Punkt, den sie als fünftes genannt hatte. Ziele im Leben haben. Okay, der fünfte Punkt. Ziele im Leben haben. Bedeutet das, dass du wissen musst, dass du ein Astronaut werden willst oder dass du so und so viel Euro haben möchtest, reich werden willst oder dass du mit so und so vielen Frauen geschlafen haben wirst. Das sind nicht die Ziele, von denen wir hier sprechen. Ziele im Leben haben bedeutet, in den kleinsten Momenten des Alltages sich entscheiden zu können. Das ist der Unterschied. Das ist die Fähigkeit, Ziele im Leben zu haben. Wenn du dich in jeden Alltagsmomenten schnell entscheiden kannst, das zeigt, dass du Ziele hast, denen du auch nachgehst. Das fängt an bei der Auswahl von, wenn alle Kollegen sich bei der Pizzeria was bestellen. Und dann kommt die Frage an dich und du fragst erstmal, was bestellst du denn? Was bestellt ihr denn? Und du entscheidest dich nicht einfach schnell nach Bauchgefühl. Du sagst, heute Tagliatelle. Okay, für mich die Tagliatelle bitte. Aus dem Bauchgefühl schneller entscheiden zu können. Das ist diese Fähigkeit. Ich meine, wie soll denn eine gute Freundin oder eine Arbeitskollegin sonst merken, dass du wirklich Ziele im Leben hast? Natürlich, wenn du sehr viel Zeit mit ihr verbringst und sie dich dann kennenlernt und sie herausfindet, dass du jetzt gerade sparst und du möchtest dein eigenes Geschäft aufmachen oder du willst irgendwann mal eine Bar aufmachen oder du willst mal ein Buch schreiben oder du möchtest bei einem Triathlon mitmachen oder den Ironman machen oder ein Instrument wirklich lernen oder mal ein eigenes Album rausbringen. Natürlich, das sind auch tolle Ziele. Und wenn sie herausfindet, dass du diese Ziele hast, dann wird ihr das gefallen. Aber es fängt schon bei den kleinen Sachen an. Es ist gar nicht nötig, dass du jetzt schon genau weißt und einen Lebensplan entworfen hast. Das ist gar nicht wichtig. Das ist gut. Und wenn du in diesen Rhythmus kommst, in diese Gewohnheit kommst, täglich schnelle Entscheidungen zu treffen, dann wird es dir auch viel leichter fallen, solche großen Ziele zu entwerfen. Dann wird diese Vision auch viel leichter kommen, weil du es dir dann anfängst zu erlauben. Du erlaubst dir dann, diesem Bauchgefühl zu folgen, diesen Bildern im Kopf, wo du gerne wärst. Das kommt alles zusammen. Ich habe es jetzt schon zweimal erwähnt. Die Fähigkeit, dass es dir egal ist, was andere über dich denken. Du gehst einfach deinen Weg. Das ist das, was es dir dann auch erlauben wird. Diesen Traum, den du dir einfach nicht wirklich erlaubt hast, einfach mal als realistisches Szenario anzunehmen. Okay, was müsste ich dafür machen? Ich müsste das machen. Dann müsste ich das machen. Ich müsste zum Beispiel für den Triathlon, okay, ich müsste jetzt mal anfangen, joggen zu gehen. Oder ich bin schon am Joggen, ich müsste jetzt mal meine Rundenzeit ein bisschen verschnellern. Okay, du fängst an, es dir wirklich zu erlauben und zu träumen. Und das ist der Blick, den Frauen so sexy finden. Es ist dieses ich weiß, was ich will. Es ist diese Klarheit. Genau, es ist die Klarheit in den Augen. Diese Klarheit in den Augen, die Fokussiertheit auf seinen eigenen Weg zu sein, seinen Pfad zu gehen. Und dieser Pfad muss nichts Großartiges sein. Es geht nicht darum, dass du sagst, ich will dafür sorgen, dass der Weltfrieden anherrscht. Super, wenn das dein Weg ist, es gibt tausend Wege, das zu machen, aber es können kleine Ziele sein, wie Andy schon gesagt hat. Zum Beispiel,
dass du einen festen Job haben willst, dass du den gehst und du deinen Job machst jeden Tag und auch weißt, warum du den machst, wofür du das machst und das auch mit dieser Klarheit, mit dieser Selbstbestimmtheit machst, wie du ihn gehen willst und dazu stehst. Es geht nicht darum, dass du riesengroße, fantasievolle, bunte, prachtvolle Ziele hast, sondern das, was du machst, mit so viel Struktur und Klarheit machst, dass du mit dir selbst ein Reim bist. Und das ist das, was andere Menschen bei dir sein. Diese Gelassenheit in deinen Augen, deine Ausstrahlung. Ja, ich möchte noch ein bisschen tiefer gehen in diesen Punkt. Gerade darum geht's, tiefer gehen. Und zwar in deine eigene Persönlichkeit, diese Introspektion. Wenn eine Frau sagt, dass sie es mag, wenn ein Mann Ziele hat, dann meint sie auch diese kleinen Momente, wo du mit ihr dich unterhältst und du mit ihr in die Tiefe gehst. Und du imstande bist, über deine eigene Vergangenheit und über deine eigene Geschichte nachzudenken und ihr deine Erkenntnisse mitzugeben. Wo sie merkt, wow, der macht sich echt Gedanken über die Werte, die er hat, wie er mehr nach seinen Werten leben kann. Er versucht, anderen zu verzeihen. Er hat Dinge erlebt, die ihn früher noch traurig oder sauer gemacht haben, aber er hat irgendwann erkannt, dass die andere Person das nicht mit Absicht gemacht hat und dass im Grunde genommen jeder Mensch eigentlich nur ein verletztes kleines Kind in sich hat und dass Vergebung echt wichtig ist. Und aus diesem Grund, auch wenn es nicht leicht war, ich versucht habe, diesem Menschen zu vergeben. Und ich finde es auch wichtig, weil es mich selber, es gibt mir selber diese Freiheit, diese Leichtigkeit, im Leben nicht alles so starr und so verkopft und so verkrampft anzugehen. So, ich habe jetzt einfach mal gerade so eine kleine spontane Rede damit reingemischt. Aber das sind die Dinge, wenn du sowas erzählen kannst, authentisch, weil es wirklich deine Geschichte ist, weil es deine Erkenntnisse über deine Persönlichkeit und deine Werte und deine Vergangenheit ist oder deine Zukunft, deine Ziele. Das ist genau das. Er hat Ziele im Leben. Er erkennt, wie er leben möchte. Nicht unbedingt, was er erreichen will, nicht unbedingt, welchen Job, wie viel Geld und welchen Status er haben will. Nein, welche Art von Mann er sein möchte. Welche Werte er treu sein will. Das sind die Ziele, die sie dann wirklich heiß findet, wo sie dann wirklich anfängt, warm zu werden und das Herz fängt dann zu flattern und sie merkt, wow, vor mir steht ein richtiger Mann, der weiß, was er will. Das ist das, was sie umhaut. Und es fühlt sich auch verdammt gut für dich an, deinen Werten so ein Wert zu geben, dass du da echt drüber nachdenkst und versuchst herauszufinden, was für ein Leben will ich eigentlich führen? Wie sollen sich Menschen an mich erinnern, wenn ich einmal weg bin? Wenn ich einmal im Sterbebett liege und um mich herum sind Freunde, Familie, Verwandte, wie sollen sie mich von der Welt gehen lassen? Werden sie mir einen Mittelfinger zeigen? Werden sie dankbar sein? Werden sie mit mir lachen wollen? Werden sie alte Geschichten austauschen wollen? Da muss ich mir mehr Mühe geben, so ein Mann zu sein, mit dem man das machen möchte. Da muss ich mir mehr Mühe geben, zu lieben, zu verzeihen, zu verstehen, Spaß und Freude in die Welt zu bringen und der Mann zu sein, auf den man sich verlassen kann und sich auf dich verlassen können. Ich weiß, dass dir das höchstwahrscheinlich ein wichtiger Wert ist, aber das bedeutet eben auch hier in puncto respektvoller Umgang, dass du nicht versuchst, sie davon zu überzeugen, dass du asexuell bist und dass du kein Interesse an ihr hast. Nein, es bedeutet, dass sie sich darauf verlassen kann, dass wenn du mit ihr redest und du magst sie, dass du ihr das auch zeigst. Dass sie das auch weiß, dass sie das merkt. Dass du auch sexualisieren kannst. Okay? Das bedeutet es dann, dass man sich tatsächlich auf dich verlassen kann. Dass du nichts im Schilde führst. Dass deine Freundschaft keine Fake-Freundschaft ist, sondern dass du ganz offen damit bist, dass du sagst, es gibt diese eine schöne Szene bei Wolf of Wall Street, wo hier Jordan Belfort mit der Margot Robbie-Figur redet und er sagt irgendwie, man kann nie genug Freunde haben. Und dann sagt sie, du und ich, wir werden keine Freunde werden. Dieses Selbstbewusstsein, zu sagen, du und ich, wir werden keine Freunde werden, davon spreche ich. Dass du ihr sagen kannst, dass du nicht einfach nur der nächste beste Freund sein willst. Und wenn sie das haben möchte, dann passt das leider nicht. Dann wünsche ich dir alles Gute. War schön, dich kennenzulernen.
Und ich wünsche dir, dass du genau diesen neuen guten Freund findest. Loslassen zu können, sie gehen lassen zu können, ist der siebte Punkt, den du in deinem Alltag integrieren darfst. Ja. Ich wünsche dir, dass Frauen sich endlich mal auch nach dir umschauen, dass Frauen sich bei dir melden, dass Frauen anfangen, dir zu schreiben, während du gerade an der Präsentation hockst und auf einmal kommen da Nachrichten von einer Frau, hey, wann sehen wir uns? Oder oh, ich habe gerade was Schönes angezogen, was hältst du denn davon? Und dann schickt sie dir ein Foto von sich im Bikini oder in Dessous. Das sind die Arten von täglichen Momenten, die ich dir wünsche in deinem Leben. Ja? Die Männer bei uns, bei den Flirt-Spezialisten, die posten die ganze Zeit solche schönen Sachen. Ich freue mich da jeden Tag drauf, wenn neue schöne Sachen kommen. Hier, einer unserer Kunden hat uns gerade eine kleine Kiste geschickt. Darüber habe ich mich sehr gefreut, gell? Der Costa. Hast du schon gesehen, Makako. Und unter anderem, neben einer wirklich, wirklich schönen USB-Stick, einer richtig schönen Video-Review über das Coaching, hat er so kleine Sätze da reingeschrieben, die echt wichtig sind, dir mal zu vergegenwärtigen. Gell? Sag dir mal solche Sachen selber. Es ist wahr, denn wir sind alle ein Geschenk. Es dir zu erlauben, dieses Geschenk in die Welt hinauszutragen, nicht weil du versuchst, andere von dir zu überzeugen, sondern weil du schon längst weißt, dass du gut genug bist und dass jetzt dein Job anfängt, als erwachsener Mann diese Güte, diese Liebe auch mal nach außen zu tragen. Dann wirst du keine Probleme mit Frauen haben. Diese emotionale Unabhängigkeit gepaart mit Wertschätzung, das sind die zwei Elemente, die immer Anziehung erzeugen werden. Emotionale Unabhängigkeit, das heißt, es ist dir völlig egal, auf welche Reaktion du stoßen wirst, du tust, woran du glaubst. Und zweitens, Wertschätzung. Und in diesem Fall, wenn dir die Frau wirklich gefällt, dann ist das natürlich, dass du ihr das auch sagst. Okay, mein Lieber, das ist der Unterschied, der all deine Flirts verändern wird, dazu stehen zu können. Wenn du nicht weißt, wie du sexuelles Interesse erzeugen sollst, well, das ist ein Level, das im Flirt wichtig ist zu erreichen, aber viele Menschen machen es sich dort viel zu schwer. Ja? Wenn du sagen kannst, ich finde dich echt attraktiv, und du Vakuum halten kannst, dann hast du schon die halbe Miete hinbekommen. Dann verstehst du das Konzept. Wenn du aber nicht weißt, was du dann sagen sollst oder was du beim ersten Ansprechen sagen sollst, wie du dich überwinden sollst oder natürlich dann, wie du auch auf die nächste sexuelle Ebene kommst, dass du sie küssen kannst, dann helfen dir wahrscheinlich ein paar Beispielsätze, die für jede Situation passen, die du quasi in deinem Köfferchen immer dabei hast. Ja, und diese Beispielsätze, die geben wir dir mit. Das machen wir bei den Flirt-Spezialisten. Also, klicke hier unten auf diesen Link, den du auch in der Beschreibung siehst. Oder hier oben, geh auf www.interessewecken.de. Dort wirst du ein Video finden. Schau dir das Video einfach mal an. Und wenn dir dort gefällt, was wir dir dort zu sagen haben, dann werd Teil dieser Community. Ja? Wir sehen uns jeden Tag in dieser Community. Wir haben eine private Gruppe. Wir tauschen uns aus. Wir freuen uns an diesen gemeinsamen Erfolgen der Teilnehmer. Wir freuen uns an den Erfolgen. Ihr könnt euch auch über meine Erfolge teilen. Wir teilen dort sehr viel auch von unserem privaten Leben. Und du erfährst, wie wirklich das Leben eines Verführers aussieht. Das machen wir bei den Flirt-Spezialisten. Also klick hier auf diesen Link, den ersten Link in der Beschreibung. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Makako ist ebenfalls mit dabei. Und dort haben wir natürlich auch einen Coaching-Call, mit dem du jede Woche mit uns gemeinsam auch persönlich sprechen kannst. Also es gibt ungelogen, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob du diese Meinung so hoch in deinem Ansehen liegt oder nicht, ob du gerade zum ersten Mal auf dieses Video gestoßen bist, aber meine ehrliche Meinung, es gibt kein besseres Flirtprogramm im deutschsprachigen Markt. Ich kenne nicht den internationalen Markt komplett, ich kann kein Japanisch oder eigentlich übe ich Japanisch, eigentlich kann ich ein bisschen Japanisch, aber ich kenne nicht alle Nihonjin des. Okay, es gibt sehr viele Flirtkurse bestimmt im Internet und es wird bestimmt auch viele geben, die dir weiterhelfen können. Ich kenne nicht alle, aber ich kenne fast alle Deutschen. Und ich kann dir sagen, dieses Flirtprogramm,
bei den Flirt-Spezialisten, was wir entworfen haben, was jetzt schon seit Jahren gut funktioniert, ist ungelogen vom Preis-Leistungs-Verhältnis das Beste, was du bekommen kannst und auch das Intensivste. Also mein Lieber, klick hier, wenn du wissen willst, wie das bei uns funktioniert. Geh auf die nächste Seite und schau dir einfach das Video dort an. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, hab eine wunderschöne Woche.